Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Schleswig-Holstein ist sozial und wird es bleiben. Wir haben 2,9 Milliarden Euro im Etat, davon einen Zuwachs von 6%. Und zugleich hat das Haus mit 24 Millionen einen Konsolidierungsbeitrag geleistet. Das sind respektable Zahlen. Wir haben in diesem Jahr die Kita-Evaluation im Mittelpunkt. Der Kollege Vöger hat mal einige Zahlen genauer abgefragt. Wir hatten 2020 123.800 Kinder, 2024 128.100, also einen geringen Zuwachs. Wir haben aber bei den finanziellen Ausgaben einen sehr hohen Zuwachs. Wir hatten 2016 etwa 200 Millionen vom Land, 2023 601 Millionen und 2024 sind wir bei 697 Millionen, die das Land allein dort hinzugibt. Und die durchschnittliche Betreuungszeit, ganz interessant, pro Kind und Woche laut Kita-Datenbank, liegt bei etwa 35 Stunden. Der Vorwurf, es werde an der Qualität gespart, meine Damen und Herren, ist unberechtigt. Das ist die Folgerung aus diesen Zahlen. Und der Vorwurf, das Land tue zu wenig, ist genauso ungerechtfertigt. Und wir haben ja ganz deutlich gemacht, dass wir auch bei Sprachkitas ausgleichen und helfen und auch bei Investitionen dabei sind. Und meine Damen und Herren, wir werden heute beginnen, den Abbau der Bürokratie. Wir werden § 7 Absatz 5 Kita-Gesetz streichen, siehe Antrag zum Haushaltsbegleitgesetz. Ich hatte das in der letzten Sitzung angekündigt, da haben Sie mich staunend angeguckt. Ich bin mal gespannt, was Sie gleich dazu sagen und wie Sie gleich dazu abstimmen, meine Damen und Herren. Darauf bin ich mal sehr gespannt. Und meine Damen und Herren, um es klar zu sagen, wir wollen weniger Vorgaben, mehr Flexibilität und mehr Verlässlichkeit im Kitasystem. Der Sozialhaushalt ist in vielen Bereichen, wissen Sie, Herr Kollege, wenn man eine so blamable Vorstellung wie Sie heute abliefern, dann würde ich etwas bescheidener den Weg dahergehen. Meine Damen und Herren, der Sozialetat ist in vielen Bereichen mit viel Unterstützung und Hilfen ausgestattet. Ihre Nervosität spricht Bände. Ich will nur Beispiele sagen. Tafeln, Kinder- und Jugendschutz, Familienzentren, Spurensicherung, Opfer von Gewalttaten, Impfschäden, die Leistungen, die dort gegeben werden, Aufbau eines Kompetenzzentrums für geschlechtsspezifische Gewalt, gegen geschlechtsspezifische Gewalt, Verbraucherschutz, Hospiz, wo wir 500.000 erneut vorsehen mit weiteren Plätzen, der Vertrag mit den Wohlfahrtsverbänden 2023 bis 2028 gut ausgestattet, verbindliche Hilfen in der Pflege, Hilfe bei Schulbesuchen, Beratung, Wohnungshilfe. Meine Damen und Herren, das ist eine Summe vieler großer Leistungen, die dieses Land leistet und die auch gewürdigt werden sollte. Und ich will auch noch mal gerne hinzusetzen, das Thema Eingliederungshilfe. Wir haben bei der Eingliederungshilfe 2012 etwa 555 Millionen Ausgaben gehabt und sind 2022 bei 903 Millionen. Das zeigt, welch große Leistungen hier vom Land abgeliefert werden. Meine Damen und Herren, wir haben in diesen Bereichen viel geleistet und werden dies weiter tun, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise uns einiges abverlangt, auch aus diesem Bereich. Und wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir müssen Aufgaben abbauen, die nicht zwingend nötig sind. Wir müssen Aufgabenüberlastungen bei Verwaltungen begegnen. Auch das ist mir ein wichtiger Punkt. Und wir können keine neuen Leistungen zusagen, wenn sie nicht zwingend nötig sind. Wir müssen uns um das kümmern, was wirklich notwendig und bedürftig ist. Diese Diskussion wird uns Kraft und Zeit abverlangen, aber sie ist nötig. Ich danke für die Aufmerksamkeit.